Womit übertrage ich Dateien eigentlich richtig im Internet? Ja, ich krieg das immer wieder mit. Ich finde das unheimlich lustig. Kennst du dieses Phänomen, wenn du eine E-Mail bekommst und die E-Mail möchte einfach nicht laden, ja, weil die E-Mail so einen riesigen Dateianhang hat? Kennst du wahrscheinlich auch das Phänomen? Ja, jetzt ist halt die Frage, sollte ich große Dateien per E-Mail verschicken? Wie denkst du? Was glaubst du? Nein. Alleine aus dem Grund, weil viele E-Mail-Anbieter gar nicht mehr als 10 Megabyte erlauben. Manche erlauben natürlich mehr, gerade die größeren Anbieter, aber es gibt viele kleinere Anbieter, die erlauben nicht mehr als 10 Megabyte in einer E-Mail als Dateianhang. Und meine Begründung, E-Mail wurde da niemals für gemacht. Eine E-Mail, das sagt der Name schon, elektronische Post. Dafür wurde E-Mail mal gemacht, aber nicht für riesige Dateianhänge. Ja gut, was machst du jetzt? Was könntest du jetzt tun? Es gibt zum Beispiel Dropbox, es gibt zum Beispiel die Amazon Cloud, es gibt Microsoft OneDrive zum Beispiel. Das sind alles Anbieter, bei denen brauchst du dann natürlich ein Konto. Das ist teilweise aber auch kostenlos. Ja, Dropbox zum Beispiel ist kostenlos, soweit ich weiß. Früher war es das immer Microsoft OneDrive. Kannst du dir auch ein Konto erstellen. Also die meisten Anbieter haben kostenlose Cloud-Konten, ja. Aber was richtig cool ist, du hast bestimmt ein Smartphone, schätze ich mal. Und dann weißt du ganz genau, bei einem Smartphone, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Google-Handy hast, also ein Android-Handy, dann hast du auch das Google Drive bei dir mit drin. Google Drive ist quasi, nein, ist nicht quasi, Google Drive ist die Cloud von Google. Und die kannst du gleich mitnutzen. Die wird im Hintergrund bei dir auch meistens schon genutzt durch Foto, Video-Backups, deine Dateien, WhatsApp und so weiter. Aber es ist riesig und praktisch. Du hast also kostenlos eine Menge Speicher zur Verfügung und du machst dann einfach Folgendes. Du lädst die Dateien einfach in deine Google Drive rein. Das musst du nicht nur per Smartphone machen, das kannst du auch direkt am Bildschirm machen. Ja. Du meldest dich da einfach an bei Google Drive im Internet und dann kannst du da Verzeichnisse erstellen, du kannst da Dateien hochladen und das richtig coole, der richtig tolle Tipp jetzt an dieser Stelle ist, du schmeißt da einfach die Datei rein, die du deinem Freund, Freundin, Bekannten, Familie, wem auch immer schicken möchtest. Und dann kannst du danach eine rechte Maustaste auf dieser Datei klicken und kannst den Link freigeben. Du kannst diese Datei sozusagen an andere Leute verschicken. Ja, und das wird nicht per E-Mail gemacht, sondern die kriegen höchstens eine Nachricht per E-Mail. Da steht dann drin, hey, da hat jemand was für dich freigegeben. Klick doch bitte hier, dann kannst du es runterladen. Und das ist riesig praktisch einfach, finde ich. Und sowas bietet Apple auch mit seiner iCloud und so weiter. Also das machen ganz, ganz viele. Das ist halt so der große Tipp, um ja, größere Dateien im Internet heute zu verschicken. Ja, früher hatte man andere Möglichkeiten, vielleicht ein BitTorrent-Netzwerk oder FTP. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man theoretisch machen kann. Ja, und jetzt fragst du dich natürlich, ja, okay, das ist ja alles schön und gut, aber jetzt möchtest du gerne, ohne eine Anmeldung zu machen, ohne ein Konto zu erstellen, große Dateien verschicken. Wie machst du das jetzt? WeTransfer. Ja, jetzt sagst du WeTransfer, was ist das denn? WeTransfer ist ein Anbieter, da gehst du einfach auf die Internetseite, da kannst du deine Datei einfach da reinschieben in diese Website und dann gibst du deine E-Mail-Adresse an und die von deinem Empfänger. Und jetzt der große Vorteil, du klickst dann auf Abschicken, dann wird die Datei hochgeladen und du kriegst eine Benachrichtigung, ey, hat geklappt, die wird hochgeladen und dein Empfänger, Bekannter, Kumpel, Freundin, was auch immer, der bekommt eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link, wo er raufklicken kann und dann kann er die Datei runterladen. Das ist genial, das macht echt Spaß, weil es super schnell und unkompliziert funktioniert. Ja, kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen, gerade bei größeren Dateien ist das eine ganz nette Sache. Ja, und dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, Dateien kleiner zu machen. Ja, das geht mit so einem sogenannten ZIP-Programm. Ja, früher war das WinRAR, WinZIP und so weiter. Heute gibt es viele kostenlose Alternativen. Ich persönlich, wenn du Windows benutzt, würde dir 7-ZIP empfehlen. 7-ZIP ist ja, kostenlos und kann alle Standardformate komplett ja, unterstützen. Und der große Vorteil, eine ZIP-Datei macht ja Folgendes, der komprimiert das ja. Einfach ausgedrückt, merkt er sich innerhalb der Datei bestimmte Wiederholungen und merkt sich, an welcher Stelle die waren
und kann das am Ende dann wieder reproduzieren. Ja? Das ist ein geniales Prinzip, mathematischer Algorithmus und ist auf jeden Fall genial, wenn du Dateien kleiner machen möchtest. Aber was du mit einem ZIP-Programm auch machen kannst, du kannst Dateien aufsplitten. Genial. Das heißt, du sagst, okay, pass mal auf, jede Datei soll jetzt nur noch 10 Megabyte groß sein oder sagen wir mal 8 Megabyte. Du möchtest sie jetzt doch per E-Mail verschicken, was ich an dieser Stelle definitiv nicht empfehlen würde. Und dann sagst du, ey, bitte mach die Dateien alle nur maximal 8 Megabyte groß. Zack. Und dann packt er dir diese eine Datei oder das, was du ihm gibst, in mehrere 8 Megabyte große Archivdateien rein. Das ist genial. Also gerade früher, wo es diese ganzen anderen Anbieter noch nicht gab, war das eine praktische Möglichkeit, das doch per E-Mail zu verschicken und die Dateien auf eine gewisse Größe runterzuschrauben, runterzudampfen. Ja, wie verschickst du denn eigentlich Dateien? Wie machst du das? Hast du da einen Tipp irgendwie an dieser Stelle? Was ist so für dich das Einfachste, das Nützlichste, womit du das machen würdest? Ja, und sag mal ganz ehrlich, verschickst du auch Dateien per E-Mail? Das würde mich mal interessieren. Schreib das mir mal gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Ja? Danke dir. Dein Christoph.